Scheiße, ja? Oh mein Gott, Mädels, mach doch kein Drama draus. Und du hast gedacht, ich heirate dich, ha? Ohne mich gäbe es diese Show überhaupt nicht, und das weißt du. Wo ist die Jacke? Sie müssen doch gleich auf die Bühne. Oh Mist, was mit meinem Wagen? Los, nun holen Sie sie schon. Hallo. Die Autoschlüssel. Du bist ein elender, feiger, verlogener Mistkerl. Na, geht doch. So gefällt es mir schon viel besser. Wo sind deine Blumen? Da. Das muss ich ja nicht alles selber machen. Ich liebe dich. Oh, Schatz, deine Tränen sind dein Traum. Die Brautweintränen des Glücks. Das ist wunderbar. So, und jetzt ab. Buongiorno. Sie? Das ist wohl für Sie, Herr Pohl. Danke, Herr Schilling. Morgen, Herr Schilling. Morgen, Herr Pohl. Morgen, Frau Möbius. Morgen, Chef. Morgen, Frau Möbius. Schon wieder morgen? Morgen, Frau Möbius. Guten Morgen, Herr Direktor. Ist Dobel noch nicht da? Doch. Soll sich sofort bei mir melden. Morgen, meine Herren. Ja, setz! Danke, danke. Wunderschönen guten Morgen, Frau Dein Manfred, dieser Fahrschulein. Für immer dein Eugen, wir kommen nicht rein. Strobel, Mordzwo. Ich fürchte, Sie haben sich verwählt. Guten Morgen, Frau Graf Kleditsch. Das ist mein Apparat. Sie glauben wohl, ich bin verkalkt und nicht mehr Herr meiner Sinne. Da kann ich Sie beruhigen. Ich habe Ihre Nummer gewählt. Und zwar im vollen Besitz meiner geistigen Kräfte. Aber so war das doch nicht gemeint, Frau Müller-Kapledisch. Aber da ich Sie gerade an der Strippe habe, wo ist Ihre Tochter? Meine Tochter ist krank. Krank? Frau Möbius? Also, bei aller Liebe, Frau Müller-Kapledisch. Das wäre das erste Mal. Seit nunmehr fast 40 Dienstjahren. Geben Sie es doch zu. Sie ist am Tatort. Und schnüffelt wieder herum. In der Garderobe von diesem René Entre Nous. Oder wie heißt der Kerl? René Entre Côte? Der war doch gerade im Fernsehen mit seiner Frühjahrskollektion. Ja, und wenn Sie vorgehabt haben sollten, eins seiner Modelle zu erwerben zum Preis eines stuckeligen Einfamilienhauses, da muss ich Sie enttäuschen. Er ist in seine Schere gefallen und liegt im Augenblick bei uns im Keller, in der Pathologie, auf dem Seziertisch von Dr. Dochnal. René Entre Côte? Tot? Oh Gott. Adelheid, stell dir vor, Herr Strobel behauptet, René Entre Côte habe sich mit seiner eigenen Schere entleibt. Nein. Doch. Und dabei war er gerade noch im Fernsehen. Oh mein Gott. 39,9. Ach was. Ohne deine Brille. Ich habe allenfalls erhöhte Temperatur. Du legst dich jetzt sofort wieder hin. Oder ich telefoniere mit Herrn Möbius, dass er dich mit Handschellen ans Bett fesselt. Mutti. Sag nicht immer Mutti zu mir. In Ordnung, Mutti. Oh mein Gott, wenn du wenigstens morgen so weit auf dem Damm bist, dass du zur Hochzeit von Herrn Pohl gehen kannst. Und jetzt mache ich dir
einen Halswickel mit Obstessig. Kann ich wenigstens das Telefon haben? Nein. Mutti, wenn's stimmt, was du da gehört haben willst und dieser Modezar tatsächlich tot ist, dann stürzt sich doch die Skandalpresse darauf wie Eugen auf deine Königsberger Klopse. Und Mordswo mittendrin. Das kriegen die nie im Leben auf die Reihe. Also bitte bring mir das Schnurlose aus der Küche. Kommt gar nicht in Frage. Du bleibst jetzt liegen. Ich kann dir gerne einen frischen Tee machen. Und gleich kommen ja Isolde und Hedwig mit dem Holundersaft und den homöopathischen Tropfen, die Isolde buchstäblich das Leben gerettet haben. 14 Fläschchen hat sie davon gebraucht. Aber dann war sie wieder ganz die Alte. Na klar. Da sind ja pro Flasche nur 2 Moleküle Medizin drin. Der Rest ist reiner Alkohol. Manuela, Manuela, komm mal zu mir. Manuela, Manuela. Ja, Manuela. Ja, dann so schön. Manuela, komm mal zu mir. Ja. Wollen Sie damit andeuten, dass die Flitterwochen mit Ihrer Baronin schon vorbei sind? Also erstens bin ich körperlich nur noch ein Schatten meiner selbst. Und zweitens wissen Sie, dass ich den Dienst quittiere und mit Ihnen nach Saint-Tropez fliege. Mit dem Privatjet von Ihrem Ex-Baron. Oh, Sie ernst? So, das reicht jetzt aber. Schluss! Manuela, hier. Manuela, komm mal zu mir. Was soll die Häme, Pol? Sie sind ja nur neidisch. Neidisch? Ich auf Sie, ja? Jawohl, Sie sind schon ganz gelb im Gesicht. Nur weil Sie rumlaufen wie Kaninchen zu Ostern mit Ihrem entzückenden Hemd, italienischen Edeltretern und mit dem Angeberschlitten Ihrer Mutter rumfahren nach Feierabend, Cocktails schlürfen mit der High Society. Wegen sowas soll ich neidisch sein, das ist doch lächerlich. Ich weiß, ich weiß. Sie sitzen viel lieber mit Ihrer Wichtrut vor dem Fernseher abends in Ihrer Sozialwohnung und essen eine Dose Ravioli und trinken Malzbier für werdende Mütter. Noch ein Wort, Schilling. Und ich suche mir einen anderen Trauzeugen für morgen. Ist doch wahr. Nur weil ich das Große losgezogen habe und im Geld schwimme, werde ich in der Abteilung behandelt wie ein Aussätziger. Was haben Sie erwartet, Herr Baron? Und das ist noch gar nichts. Wenn erst mal der Artikel von Ihrer Frau Baronin erscheint, in dem sie uns alle in die Pfanne haut, dann nimmt nicht mal mehr einen Hundenknochen von Ihnen. So, die Filter habe ich drin. Und wie geht's weiter? Im oberen Fach finden Sie die Dose mit dem gemahlenen Kaffee und den Messlöffel. Dose mit Kaffee und Messlöffel. Mit dem Sie 5 gehäufte Löffel in den Filter tun. 5 gehäufte Löffel in den Filter. Dann füllen Sie die Maschine mit Wasser und drücken auf den roten Knopf. Also nicht so schnell. Ah, das sind die Kollegen. Endlich. Ich denke, ich brauche Sie jetzt nicht mehr. Ja, Moment. Haben Sie schon eine Spur im Fall René Entrecot? Ja, natürlich. Der Fall ist praktisch eingetütet. Die Mörderin steht neben mir und lächelt. Aber das wird ja bald vergehen. Also, gute Gesundheit, Frau Möbius. Mörderin, wer? Wir sehen uns dann hoffentlich morgen vor dem Altar wieder. Bitte, Chef. Bis dann. Tschüss. Mörderin? Ich? Das ist ja aufregend. Ich bin Manuela Höfer. Und Sie sind der Chef hier? Wohl. Sie besorgen Schneckennudeln, aber nur 3, weil Frau Möbius fällt aus heute. Und Sie brauchen uns eine schöne Tasse Kaffee. Ja. Und Sie folgen mir in mein Büro. Was ist mit Frau Möbius? Ja, und was waren die Blumen hier? Sieht ja aus wie auf der Beerdigung. Sind Sie schwerhörig? Ich habe Ihnen einen dienstlichen Befehl erteilt. So, bitte. Mörderin, wie kommt er darauf? Ja, laut dieser Garderobentante soll sie Streit mit dem Opfer gehabt haben. Eilpaket für Herrn Schilling. Ah, meine Vermicelle d'Escargot. Ihre was? Vermicelle, die Nudel, Escargot, Schnecke. Wollen Sie damit sagen, Sie haben die Schneckennudeln aus Paris einfliegen lassen? Ja. Ich habe es satt, immer in der Kantine anzustehen und dann ist nichts mehr da. Außerdem sind die hier viel knuspriger und frischer. Was haben Sie denn jetzt schon wieder? Wenn jemand noch mehr fragen sollte, ich bin unten im Labor. Vielleicht haben die ja schon die Fingerabdrücke von der Mordwaffe. So, dein Halswickel. Mutti, bin ich. Es geht mir schon viel besser. Papa. Bring mir lieber was zum Lesen. Deine Skandalzeitschriften zum Beispiel, die du beim Friseur immer mitgehen lässt. Mir ist totlangweilig. Alles zu seiner Zeit und zu deiner Information. Ich klaue keine Zeitschriften beim Friseur.
Du sagst, du hast diese Modenschau im Fernsehen gesehen? Ja, ja, bloß den Schluss habe ich verpasst, weil ich dir das Kamillenbad eingelassen habe. Aber vielleicht bringst du es heute Abend noch mal in den Nachrichten. Oh Gott, ausgerechnet jetzt. Möbius? Ich bin's, Heike. Adelheid, endlich. Ich dachte schon, du hast meine Blumen nicht gekriegt. Blumen? Nein. Ich liege zu Hause im Bett mit 39,9 und ich habe nur 3 Sekunden, weil Mutti gleich wieder auftaucht. Du musst mir einen Gefallen tun. Ich werde unsere Patientin auch bestimmt nicht lange stören. Ich hoffe es. Ich bin nämlich gerade dabei, ihr einen Obstessigwickel zu verabreichen. Obstessigwickel? Ah, ja. Oh ja, das wirkt Wunder. Kommen Sie. Also, dann bis später, Eugen. Ich muss Schluss machen. Du hast Besuch. Herr Kriminaldirektor. Guten Tag, Frau Möbius. Recht herzlichen Dank. Ja, Frau Möbius, Sie können versichert sein, dass ich es nie gewagt hätte, Sie im Krankenbett zu belästigen. Aber das hat Herr Strobel heute Morgen bei meiner Frau Kölmel abgegeben. Mit einem Kommentar, den ich Ihnen in Ihrem Zustand nicht zumuten möchte. Die Maden im Speck, Schlendrian, Inkompetenz und Frauenfeindlichkeit. Im öffentlichen Dienst, ja. Wenn das erscheint, Frau Möbius, dann ist meine dienstliche Laufbahn abrupter beendet wie der Flug einer Motte an einer Windschutzscheibe bei Tempo 180. Was für ein Gedanke. Ja, aber warum kommen Sie damit zu mir? Weil Sie meine letzte Hoffnung sind. Lesen Sie den Abschnitt über sich auf Seite 3. Du kommst in die Zeitung. Adelheid. Mein Gott, schon wieder. Beruht die Erfolgsstatistik bei Gewaltverbrechen, mit der sich das Präsidium und allen voran Kriminaldirektor Dünnwald so gerne in der Öffentlichkeit brüstet, fast ausschließlich auf der Leistung der Abteilungssekretärin von Mutzwo, Frau Adelheid Möbius? Ja, es kommt noch schlimmer. Da, nächste Seite. Und während sich die Herren Beamten auf Kosten von Frau Möbius einen schlauen Lenz machen, darf sie ihnen Kaffee kochen und Schneckennudeln servieren für ein lächerliches Gehalt und in einer Atmosphäre erniedrigender Frauenfeindlichkeit. Naja, ziemlich übertrieben. Aber Frau Möbius. Ja, haben Sie mit Herrn Schilling gesprochen? Ich meine, schließlich ist die Autorin seine Frau Mutter. Schilling, der ist dieser Frau doch verfallen und ihrem Geld. Und obendrein ist er vermutlich ihr Informant. Nein, Frau Möbius, Sie müssen dieser Dame klar machen, dass Ihre Tätigkeit bei uns und Ihre Gehaltsstufe laut Dienstvorschrift vollkommen übereinliegen. Aber wie, Herr Kriminaldirektor, Sie sehen doch... Frau Schaller hat die Baronin zu ihrer Hochzeit eingeladen. Morgen. Das ist die einzige und letzte Gelegenheit, diesen Super-GAU abzuwenden. Also bei aller Liebe, Herr Direktor, aber jetzt ist das genug. Die Damen sind da und wir müssen therapieren. Wo bleibt denn mein Kaffee? Irgend so ein Idiot hat den Filterverkehr in die Maschine gesteckt. Was? Ist doch nicht zu fassen. Ich bin am Ende, Chef. Eben habe ich Helenes Nachricht auf der Mailbox abgehört. Sie hat mir ein Ultimatum gestellt. Entweder ich kündige auf der Stelle meinen Dienst oder sie macht die Adoption rückgängig. Was ist das denn? Vermicelle Escargot aus Paris. Von René Escargot, dem Mode-Heini? Wie? Ach so, nee, der heißt doch René Entrecôte. Und das ist sowieso nur sein Künstlername. In Wirklichkeit heißt er Rainer Schnitzler. Aber mit so einem Namen kann man da keine Mode verkaufen. Escargot. Haben Sie überhaupt verstanden, was ich gesagt habe? Heidelinde will mich... Gehen Sie in die Kantine und holen Sie mir meine Schneckennudeln. Aber ohne Schnecken, mit Rosinen. Wo bleibt denn Pol mit dem Laborbericht? Schlendrian, Inkompetenz, wohin man guckt. So, was Feineres haben wir leider nicht. Unser Etat ist so zusammengestrichen worden, dass wir schon unsere Büroklammern selber aus Blumendraht biegen müssen.
Ich hoffe, Sie glauben nicht, dass ich das nur tue, um Ihr Make-up zu ruinieren. Es ist nun mal mein Job, unangenehme Fragen stellen zu müssen. Also, ich stelle das Tonband wieder ein. Und Sie erzählen mir einfach alles nochmal. Von der Stelle an, als Herr Escargot die Garderobiere losgeschickt hat. Sag jetzt gar nichts mehr. Prüfer, Sie haben das älteste Motiv der Menschheit. Eifersucht und Rache. Und Sie haben die Tatwaffe, die Schere und Ihr blutüberströmtes Brautkleid. Ja, aber das ist doch erst passiert, als ich mich hingekniet und ihn in den Arm genommen habe. Schilling! Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie gestehen, dass Sie überwältigt von Ihrer Enttäuschung und Verzweiflung und physisch am Ende durch die in Ihrem Beruf übliche Nulldiät die Nerven verloren und zugestochen haben. Dann, aber nur dann, können Sie eine oder auch zwei dieser herrlichen französischen Schneckennudeln haben. Na, ist das ein Wort? Und ich dachte, Frau Möbius eventuell zwischen Eugen Möbius und den Herrn Peschke, oder was meinst du, Dieter? Und was ist mit deiner Verwandtschaft? Spinnst du? Schau mich doch mal an. Meinen Eltern kann ich das erst erzählen, wenn ich ihnen ihren Enkel präsentiere. Und sowieso, ich dachte, du willst sparen. Ach, Herr Schilling. Ich meine, Herr Baron, sagen Sie, stimmt das, was mir Dieter da sagt? Sie können morgen nicht kommen und Ihre Mutter auch nicht? Ah, hat er das gesagt? Ja, stimmt das denn nicht? Nein. Wichtrud. Das heißt, ja. Das heißt, im Augenblick weiß ich ja nicht mal, wie ich heiße. Ich bin mal für 2 Stunden unterwegs. Der Chef hat nach ihm gefragt. Er will die Ergebnisse aus dem Labor. Dieter, was ist denn jetzt? Sag doch mal was. Schon gut, Frau Schaller. Ich dachte zwar immer, der Vater Ihres Kindes sei ein Freund, der einem in einem Gewissenskonflikt zur Seite steht, aber da muss ich mich wohl getäuscht haben. Viel Glück, Frau Schaller. Ich hoffe nur, Sie bereuen diesen Schritt nicht schon beim Apfelkompott, beim Hochzeitsschmaus. Schau mir nicht so an. Er wäre sowieso nicht gekommen. Dem Herrn Baron sind wir nämlich nicht fein genug. Und die Baronin kannst du sowieso vergessen. Und das soll der schönste Tag in meinem Leben werden, morgen. Was soll ich denn noch alles machen, damit du glücklich bist? Ich liebe dich. Ich trage dich auf Händen quasi und zahle alles. Außerdem habe ich auch noch einen Beruf. Und oben sitzt Strobel in seinem Büro und vergeigt mal wieder einen Mordfall. Und das alles im Scheinwerferlicht der internationalen Journalie. Wichtel, ehrlich. Ich tue doch, was ich kann. Schon gut. Entschuldige. Wenigstens hast du an mich gedacht. Sag mal, der Strauß, der muss doch ein Vermögen gekostet haben. Ach, du weißt doch, für dich tue ich alles, du. Herr Möbius. Ja, Moment. Moment, wo wollen Sie hin? Herr Möbius, Adelheid schläft endlich und ich verbiete Ihnen, Ihr Zimmer zu betreten. Falls sie geschlafen haben sollte, dann ist sie jetzt bestimmt aufgewacht, so wie Sie brüllen. Ja? Hast du's? Ja. Hat mich allerdings ein Hunni gekostet, aber wie du weißt, für dich ist mir nichts zu schade. In dem Fall kannst du dir gleich überlegen, wie ich Mutti und ihre Damen loswerde, damit ich das Video anschauen kann. Wie geht es dir? Keine Ahnung. Ich versuche gerade, mich in der Welt der Haute Couture zurechtzufinden. Dieser René Entrecote. Eugen. 39,9, wenn nicht 40. Jetzt fang du nicht auch noch an, aber hast du das gewusst? René Entrecote heißt eigentlich Rainer Schnitzler und war vor 2 Jahren noch völlig unbekannt. Und dann plötzlich dieser kometenhafte Aufstieg? Adelheid, ich muss mit dir reden. Ich auch. Du warst doch am Tatort, oder? Kannst du mal für 10 Minuten tote Modeschöpfer tot sein lassen und mich anhören?
Ich weiß, was du sagen willst. Ach ja? Du willst mir sagen, dass ich den Manfred Peschke loswerden soll. Und das kurz vor der Fahrprüfung. Damit ich wieder völlig und ausschließlich von dir abhängig bin. Verkehrstechnisch gesehen. Da sieht man mal wieder, wie wenig du mich kennst. Wenn du in mein Herz gucken könntest, dann... Dann was, Eugen? Wenn du mich wirklich lieben würdest, dann würdest du nicht versuchen, mir das Leben schwer zu machen, nur weil sich ein anderer Mann für mich interessiert. Herr Mylius, ich denke, es ist besser, wenn Sie jetzt gehen. Herr Peschke möchte nämlich Adelheid gerne seine Aufwartung machen. Bitte sehr, Herr Peschke. Und lassen Sie sich durch Herrn Mylius gar nicht stören. Der geht ja gleich wieder. Adelheid? Ich dachte, mich drinnen fehlt, als ich hörte, dass es sich erwischt hat. Alles halb so wild. Aber gut, dass du da bist. Bleibt es dabei, dass du morgen auf der Hochzeit die Orgel spielen willst? Sicher, aber nur, wenn du auch kommst. Meinst du denn, du schaffst es? Auf jeden Fall. Das kann ich Wichthut und Herrn Pohl doch nicht antun. Und du auch nicht. Wichthut hat sich das Ave Maria von Bach-Gounodos so gewünscht. Ach ja, was Leichteres ist ja wohl nicht eingefallen. Und dann noch auf der Orgel. Mutti kann dir die Noten raussuchen und dann, du hast doch einen Schlüssel zur Kirche, oder? Wir haben nicht, aber ich kann ihn natürlich besorgen. Eigentlich hatte ich ja gehofft, dass wir alleine ein paar Worte hätten wechseln können. Nicht nötig. Adelheid weiß schon, was ihr sagen wollen und ich auch und ich verbitte mir das. Herr Möbius, wie reden Sie denn mit dem Verlobten meiner Tochter? Habe ich was Falsches gesagt? Ich dachte... Tu bitte, was ich gesagt habe, Mutti. Oder willst du, dass die Hochzeit morgen in einem Fiasko endet? Einem musikalischen zumindest. Nein, natürlich nicht. Bitte, Herr Peschke. Naja, wir werden sicher morgen noch genügend Gelegenheit haben, ungestört und ohne Lauschaktion der Polizei ein paar Takte zu reden. Lauschaktion? Bis dahin gute Besserung. Danke. Und Ihnen auch? Sie haben ja auch schon ganz rote Flecken im Gesicht. Na, da wollen wir mal, Frau Müller-Graf-Kleditsch. Also, das Ave Maria muss sein. Eine Hochzeit ohne Ave Maria, nein. Und dass Sie die Orgel spielen. Oh, Sie sind ja wirklich ein Universalgenie. Universalgenie, dieser... Eugen. Naja, mit den beiden hapert es ein bisschen. Wissen Sie, so ein Auto hat ja nur 3 Pedale, aber eine Orgel, die hat ja wohl ein paar mehr. Wenn ich den Kerl sehe, dann sehe ich rot. Und Orgel spielen kann er auch noch. Was kann er eigentlich nicht? Komm, setz dich wieder. Ehrlich, Arbeit. Entweder er oder ich. Ist es nicht komisch, Eugen? All die Jahre hat sich keiner für mich interessiert. Und jetzt auf einmal? Das stimmt nicht, Arbeit. Wie oft habe ich dich in der Gegend rumkutschiert und Omas verstopften Ausguss repariert? Na klar. Von nichts anderem träumt eine Frau. Entschuldige mal. Vergiss es, Eugen. Weißt du was? Wir warten jetzt, bis alle weg sind. Und dann schauen wir uns zusammen das Video von der Modenschau an. Ich glaube, da ist noch was von dem Nudelauflauf übrig. Adelheid. Das ist der Fingerabdruck auf der Schere, der vom Mörder stammen muss. Tut mir leid, Chef. Aber die Frau Höfer hier kann unmöglich die Täterin gewesen sein. Das ist laut Dr. Dochnall höchstwahrscheinlich der Abdruck einer Männerhand. Kann ich dann gehen? Hallo? Es gibt Tage, Paul, da fragt man sich, warum man sich überhaupt rasiert hat und geduscht und angezogen und zum zigtausendsten Mal zum Dienst erschienen ist. Paul, fahren Sie die Dame nach Hause oder in Ihr Hotel und entschuldigen Sie sich bei ihr im Namen von Morzo. Na endlich. Falls da unten noch Fotografen sind, ich habe eine Bitte. Versuchen Sie bitte, nicht mit ins Bild zu kommen, okay? Wissen Sie was? Warum gehen Sie nicht einfach und nehmen sich ein Taxi? Chef? Das ist das Ende, Pol. Spätestens, wenn die Frau von Senator Hansen den Artikel von Schillings Mutter beim Friseur liest und Schilling den Dienst quittiert und Sie unter der Haube sind und ihren Sprössling auf den Knien schaukeln und Frau Möbius mit diesem Fahrschul-Heini in einen endlosen Sonnenuntergang fährt. Naja,
Ich habe umsonst gelebt, Paul. Dass ich nicht einfach das Fenster aufmache und auf dem Dach von Dünnwalds Nobelschlitten da unten ein hoffentlich schnelles, ruhmloses Ende finde, liegt nur daran, dass wir den Mörder von diesem René Escargot finden müssen. Weil sonst, Paul, werden wir von diesen Hyänen der Presse da draußen bei lebendigem Leibe zerfleischt. Aber Chef... Aber soll Ihre Sorge nicht sein, Paul. Machen Sie sich einen schönen Abend mit Ihrer... Wichtrud. Aber Chef, Sie brauchen mich doch jetzt. Ich habe auch schon eine Theorie. Der Mörder muss unter den Zuschauern gewesen sein. Das Timing ist einfach viel zu perfekt. Und zur Garderobe gibt es nur zwei Zugänge. Einen vom Zuschauerraum und den anderen vom Künstlereingang. Aber der ist nur von innen zu öffnen. Es sei denn, man hat einen Schlüssel. Ihre Theorie in allen Ehren, Paul. Aber wissen Sie, wie viele Zuschauer da in Frage kommen? Die kompletten oberen 10.000 minus die weiblichen macht 5.000. Aber lassen Sie mal, Paul. Wenn Sie nur noch so nett werden, den Goldfisch von Frau Möbius zu füttern. Er kann ja nichts dafür. Okay, Chef. Aber Sie kommen morgen zu meiner Hochzeit. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Herr Schilling, haben Sie noch alle? Für Sie immer noch, Herr Baron. Frau Möbius da? Oh, bitte, Frau Möbius, ich muss Sie dringend sprechen. Und unter vier Augen, wenn das irgendwie möglich ist. Versuch du es mal. Irgendwie klappt das nicht. Und Sie kommen mir gerade recht. Also, dieser Artikel von Ihrer Frau Baronin, ich muss schon sagen, starker Tobak. Ich weiß. Aber das ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Und ich bin die Titanic. Jetzt setzen Sie sich erst mal. Aber der Herr Möbius. Ich habe keine Geheimnisse für Eugen. Also? Heidelinde will, dass ich meinen Dienst aufgebe und mich ganz ihr und meiner Karriere im diplomatischen Korps widme. Aber ich liebe meine Arbeit doch. Und ich kann mir ein Leben ohne Sie und die Kollegen und überhaupt einfach nicht vorstellen. Und das sagen ausgerechnet Sie? Was soll das heißen? Na ja, ich hatte bei Ihnen eigentlich immer den Eindruck, Sie machen nur Dienst nach Vorschrift und halten uns alle für unterbelichtet. Na ja, also ich gebe zu, ich habe mich bei Mord 2 immer als Außenseiter gefühlt. Und die Schikanen von Strobel und diese ständigen Sticheleien Pols. Glauben Sie, ich bin ein Masochist? Nein, ich denke, ich verstehe, was Sie meinen. Ich glaube, ich habe es geschafft, Arleit. Prima. Dann stellt schon mal den Nudelauflauf auf. Und was Sie angeht, sehe ich nur eine einzige Lösung. Drehen Sie den Spieß um. Wie? Stellen Sie ihr ein Ultimatum. Entweder sie nimmt sie so, wie sie sind, oder sie soll sie in Ruhe lassen. Aber dann... Und wo Sie schon dabei sind, verlangen Sie auch, dass sie den Artikel in den Papierkorb schmeißt. Das... Mein Gott, Herr Schilling, sind Sie ein Mann oder ein Waschlappen? Und eins sage ich Ihnen, einer Frau ist ein richtiger Mann lieber als ein lauwarmer Waschlappen. So, und jetzt, wie weit seid ihr mit dem Mord? Keine Ahnung. Herr Strobel hat den Fall zur Chefsache erklärt und hat die Ex-Geliebte des Opfers in der Mangel. Dieses Model, die ihn als letztes lebend gesehen hat, bevor sie auf dem Laufsteg erschienen ist, sinnigerweise in einem Brautkleid. Das ist doch Blödsinn, wenn ich Ihnen eine Schere ins Herz steche. Dann fließt da so viel Blut, dass ich nie im Leben gleich danach mit einem Brautkleid hätte auftreten können, oder? So gesehen schon. Tja, dann. Ich muss Sie leider rauswerfen. Meine Mutter kann jeden Augenblick zurückkommen und ich habe noch viel vor. Und Sie auch. Meinen Sie, Sie könnten mir die Gästeliste von der Modenschau besorgen? Ich denke schon. Die Redaktion von Heidelin hat bestimmt noch eine. Na prima. Sobald Sie sie haben, rufen Sie mich an. Okay. Und Sie meinen, das funktioniert, wenn ich bei Heidelin auf Macho mache? Davon bin ich felsenfest überzeugt. Und falls Sie es auch noch schaffen sollten, den Artikel zu verhindern, dann verleiht Ihnen Herr Kriminaldirektor Dünnwald einen Orden und küsst Ihnen die Füße. Eugen, ich bin soweit. Drücken Sie mir die Daumen und baldige Besserung. Danke. Eins muss man Oma lassen. Ihr Nudelauflauf, den macht ihr keiner nach. Willst du auch einen Teller? Nein, und jetzt beeil dich. Wie ich den Herrn Peschke kenne, hat er das Ave Maria im Nullkommanix drauf. Also ich muss schon sagen, Herr Peschke, Sie enttäuschen mich.
Entschuldigen Sie mal, es ist Jahre her, wo ich so ein Ding gespielt habe, ja? Nur machen Sie mal keine Sorgen, ich krieg das schon hin. Übung macht den Meister. Wie wär's denn, wenn Sie mich jetzt noch ein bisschen alleine üben ließen? Ist doch langweilig, bitte. Das schafft er nie. Da, jetzt ist der Stuhl leer. Da vorne, in der ersten Reihe. Wo? Da saß eben noch der Mann mit dem dunklen Bart. Da, da sitzt er noch da. Neben der Dame mit den dicken Klunkern. Alle klatschen, nur er nicht. Und jetzt, pass auf, gleich sieht man die Zuschauer wieder. Da, jetzt ist er verschwunden. Oh Gott, Oma. Ach was, sie hat doch einen Schlüssel. Machst du mal auf? Tag, Herr Möbius. Tag, Herr Pohl. Frau Möbius? Moment. Der Schrei. Wer war das? Na, die Garderobiere, die Leiche gefunden hat. Und da... Moment, ich spule noch mal zurück. Geben Sie auf, Frau Möbius. Ich weiß, Sie sind krank. Aber Sie müssen mit mir ins Präsidium kommen. Also der Chef, so deprimiert habe ich noch nie erlebt. Aber wieso? Na, dieser unselige Artikel von Schillings Baronin. Und dann der Fall. Er musste seine einzige Tatverdächtige laufen lassen, weil laut Spurensicherung der Täter ein Mann gewesen sein muss. Ein Mann? Vielleicht der da. Augenblick. Da. Der mit dem dunklen Bart. Der stocksteif da sitzt und nicht applaudiert. Keine Ahnung. Wo habe ich das Gesicht schon mal gesehen? Vielleicht komme ich drauf, wenn Herr Schilling mir die Gästeliste besorgt hat. Schilling war hier. Du solltest jetzt aber wirklich wieder ins Bett, Arleit. Da kannst du ja gleich ins Büro gehen, wenn alle hier auftauchen. Sie müssen sich um den Chef kümmern, Frau Möbius. Das ist mein Ernst. Er ist imstande und stürzt sich aus dem Fenster. Ohne sich vorher von mir zu verabschieden? Nie im Leben, Herr Pohl. Außerdem wird der Artikel nicht erscheinen. Wie bitte? Herr Schilling wird das erledigen. So Gott will und er nicht kneift. Zum letzten Mal, Herr Pohl. Sie gehen jetzt. Adelheid hat 39,9 und Sie wollen sie doch nicht umbringen, oder? Ralf, bist du das? Ja. Na endlich. Mach doch schon mal ein Fläschchen Shampoos auf. Ich bin gleich soweit. Ralf! Entschuldige, dass ich dich nicht zurückgerufen habe, aber das liegt daran, dass ich erst mit mir selbst ins Reine kommen wollte. Ralf? Hier. Die Visitenkarten kannst du zurückhaben. Konsul ist nicht mehr. Und Baron erst recht nicht. Es sei denn, du hörst auf, mir meine Arbeit madig zu machen. Wie bitte? Und meine Kollegen und unsere Abteilung mit deinem Artikel vor aller Welt durch den Kakao zu ziehen. Also jetzt pass einmal auf, Ralf. Ich tue so, als ob ich das gerade eben nicht gehört hätte. Und du machst mir den Reißverschluss zu. Und dann trinken wir zusammen ein Gläschen Shampoos und gehen zum Empfang in die Botschaft. Herr Baron, hast du nicht gehört, was ich gesagt habe? Entweder oder, Heidelinde. Entweder du akzeptierst mich so, wie ich bin, nämlich ein Mann mit allem Drum und Dran, der seinen Beruf liebt, oder du musst dir einen anderen Waschlappen suchen. Hier, sag mal, was ist denn auf einmal in dich gefahren? Ja oder nein? Nein. Und eins sag ich dir, wenn du durch diese Tür dort gehst, dann war's das. Dann brauchst du gar nicht erst zurückzukommen. Tja. Sie kommen ja gerade recht. Chef, die Tatsache, dass ich bei Ihnen als Untermieter hause, gibt Ihnen noch lange nicht das Recht, mir auf dem Dienst die letzten Nerv zu rauben. Herr Hauptkommissar, Sie haben es gerade nötig.
Sie haben nicht nur durch Ihre Inkompetenz, Schlendrian. Jawohl, sondern auch durch Ihre Frauenfeindlichkeit, Frau Möbius gegenüber, das gesamte Präsidium in ein publizistisches Fiasko gestürzt. Außerdem haben Sie mich und meine Gutmütigkeit aufs Sträflichste hintergangen. Was haben Sie sich dabei gedacht, die Blumen im Vorgarten, die meine Frau mit so viel Liebe und Hingabe gehegt und gepflegt hat, auszureißen? Oh, die paar mickrigen Sumpfdotter Blumen, also Ihre Sorgen möchte ich haben. Sumpfdotter Blumen. Oh. Also. Anhalt. Ich glaube, ich bin da auf einer heißen Spur, Eigen. Ich weiß jetzt, wer der Mann ist. Rico Falchetti. Der Star-Designer von Falchetti. Und gleich ruft Paul zurück und sagt mir, in welchem Hotel er abgestiegen ist. Du willst doch nicht etwa Adelheid? Ja, Paul? Im Plaza. Und die Zimmernummer? 601. Alles klar, du bist ein Schatz. Ich muss los. Wenn Mutti kommt, sagst du ihr einfach, ich sei endlich eingeschlafen. Das kannst du mir nicht antun, Adelheid. Wenn Oma rauskriegt, dass du weg bist und ich sie angelogen habe, da kann ich mich doch beerdigen lassen. Eugen, es geht um die Existenz von Mord 2. Hinter dem Fall ist die ganze Presse hier. Und der Chef hat seine Depression. Dafür tanze ich mit dir morgen auf der Hochzeit die ganze Nacht. Wenn du willst. Ja? Also vielen Dank. Und wir sehen uns morgen. Ja, kommen Sie, ich bringe Sie noch schnell zur Tür. Vielleicht könnte ich bei der Gelegenheit mal ganz kurz bei Ihrer Tochter vorbeischauen. Oh, nicht da. Nur bis zur Tür. Keinen Schritt weiter. Oder wollen Sie sich auch noch eine Erkältung holen? Ich bitte Sie, von Ihrer Tochter eine Erkältung zu bekommen, das adelt. Also dann, bis morgen. Bis morgen. Adelheid? Schnell, nichts wie weg hier. Nach Venedig? Du gibst wohl nie auf. Was soll diese Wärmflasche hier? Die wollte ich Adelheid bringen, aber da war sie endlich eingeschlafen und ich wollte sie nicht stören. Und was ist das? Was? Lassen Sie mich raten. Während Adelheid mit 40 Fieber um ihr Leben kämpft, haben Sie nichts Besseres zu tun als meinen Nudelauflauf. Lass nur, ich mach schon. Herr Hauptkommissar. Ich weiß, ich störe, aber darauf kann ich momentan keine Rücksicht nehmen. Wo ist Frau Möbius? Nein, 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 nein. Nur über meine Leiche. Frau Müller, Graf Gnädig. Und was sind denn das für Zustände? Erst kommt der Herr Kriminaldirektor, dann der Herr Peschke und Herr Möbius. Psst, nicht so laut, ihr weckt sie auf. Und dann auch noch Sie. Der Dünnwald war hier? Ja, dieser unmögliche Mensch. Also wenn ich den sehe, kriege ich gleich eine Gänsehaut. Ich verstehe, was Sie meinen. Nur bei mir, da sträuben sich die Nackenhaare und mein Blut gerinnt. Aber bitte, Frau Müller, Graf Gnädig, darf ich wenigstens so lange warten, bis Ihre Tochter wieder ansprechbar ist? Es geht um den Mord an diesem Modeheini, diesem René Escargot. Escargot? Ich dachte... Wollen Sie etwa sagen, dass noch ein Modeschöpfer sein Leben lassen musste? Oh Gott! Ein Serienkiller. Kommen Sie mir, Sie müssen das erzählen. Machen Sie dem Herrn Hauptkommissar und mir einen Tee, Herr Möbius. Das Wasser in der Wärmflasche müsste ja noch heiß genug sein. Du hast noch Fieber. Ach was, 606, 605, dann müsste 601 da hinten sein. Hier ist es. Bitte nicht stören. Und jetzt? Also ehrlich, Adelheid, auf den Wagenverdacht hin kannst du nicht einfach einen italienischen Modeschöpfer aus seinem Bett holen. Vielleicht hat er sogar noch eins von seinen Models in der Kiste. Um diese Zeit? Ja, lieber am Nachmittag. Gibt sogar einen Schwarz-Weiß-Film mit dem Titel, mit Natalie Wood und James Dean. Mit Audrey Hepburn und Gregory Peck, wenn schon. Oder war es Gary Cooper? Wie auch immer, ich halte es jedenfalls für keine gute Idee, den Mann jetzt aus dem Bett zu holen. Jetzt komm. Vielleicht hat er das Schild auch nur hingehängt, damit keiner vom Personal in das Zimmer geht. Weil er sein Bett selber machen will, oder was? Nein,
weil er etwas zu verbergen hat. Adelheid. Na, Falcetti? Er ist nicht da. Die Frage ist nur, wie kommen wir in das Zimmer? Ich weiß. Hast du dein Handy dabei? Logo, warum? 494900. Ruf die Hausdame an und beschwer dich. Na, wo die Handtücher bleiben, die du vor Stunden bestellt hast. Was? Und wenn du das mit italienischem Akzent hinkriegst, dann wäre das fantastisch. Ich verstehe, du bist ganz schön raffiniert. Ich mache richtig Angst. Wie war die Nummer gleich? Und dieser Peschke. Ehrlich, Herr Möbius, wir sind ja die Hände gebunden, als Sie vorgesetzt. Aber Sie sieht einfach tatenlos zugucken, wie ein hypnotisiertes Kaninchen, wie Ihnen dieser Fahrschulheini Ihre Frau wegschnappt. Was heißt hier tatenlos? Oma, wo willst du hin? Ich will noch rasch nach Adelheid sehen. Es wird mir allmählich unheimlich. Oma! Wo ist meine Tochter? Was? Sie ist überhaupt nicht da? Herr Möbius. Ich kann nichts dafür. Sie kennen doch Adelheid, wenn sie sich was in den Kopf gesetzt hat. Herr Möbius, keine tiefen psychologischen Ausreden. Zwingen Sie mich nicht, den dritten Grad anzuwenden. Ich weiß nur, als ich nach ihr sehen wollte, da war sie weg. Frau Mittelgraf Kletisch, lassen Sie die Badewanne volllaufen. Herr Möbius möchte tauchen lernen. Kalt oder warm? Herr Hauptkommissar. Kalt. Und da brauche ich noch die Dampfbügeleisen und Zahnstocher, falls Sie welche zur Hand haben. Zahnstocher nicht, aber Strittnadel. Noch besser. Okay, okay, ich gebe auf. So ist brav. Ich hab's doch gesagt, lieber am Nachmittag. Keine Panik, Kriminalpolizei. Die Handtücher können Sie wieder mitnehmen. Wir kümmern uns um die Dame. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Halten Sie mal still. Sie müssen mir helfen. Bitte machen Sie mich los, er will mich umbringen. Falcetti? Ja? Sie sind doch das Model mit dem Brautkleid. Moment, nicht so schnell, Manfred. Erst soll die Dame uns erzählen, wie sie in diese missliche Lage geraten ist. Aber ich habe für Rico gearbeitet in Mailand vor der letzten Saison. Und dann hat René mich bequatscht, die Entwürfe von Rico für ihn zu fotografieren. Weil René hatte so ein kreatives Tief und brauchte Ideen. Augenblick. Sie haben die Designs von Rico Falcetti geklaut. Alles, was in der Show auf dem Laufsteg zu sehen war, war kopiert. Mit ein paar kleinen Änderungen, damit es nicht so auffällt. Und für sowas haben Sie sich hergegeben? René hat mir versprochen, dass ich sein Starmodel werde. Wissen Sie, in meinem Job, da hat man nur ein paar Jahre, dann ist man weg vom Fenster. Also irgendwie geht das nicht. Sekunde. Buonasera, Signore. Möbius, Kriminalpolizei. Geben Sie auf, Herr Falcetti. Sie sind überführt. Sassito! Avanti, amici. Nel bagno. Auf Boden. Handy wird kommen. Presto. Sie machen falsche Bewegung. Ich drücke ab. Wo ist Frau Möbius? Und keine falsche Bewegung. Oder Sie haben mehr Knopflöcher in Ihrem Sakko, als Knöpfe dran sind. Bull, Schilling, nehmen Sie mir an das Gepäck ab und legen Sie mir am Schellen an. Ab. Frau Möbius. Gott sei Dank. Ich dachte schon, er bringt uns alle um. Oh. Nicht ohne meine Genehmigung, Frau Möbius. Nicht ohne meine Genehmigung. Falcetti ist der Mörder. Genug Beweise. Das Video. Die Fingerabdrücke auf der Schnüre. Ja. Und, ja, schon gut. Und Sie? Sie sind mir eine Erklärung schuldig. Aber hallo! Sie haben es gerade nötig. Warum kommen Sie jetzt erst und lassen Adelheid alles alleine machen? Wissen Sie was? Sie können mich mal kreuzweise. Moment! Adelheid. Ach, mein Eugen,
Bitte bring mich nach Hause. Vergessen, hätte ich nicht durch die halbe Stadt rasen müssen. Himmlischer Vater, du bist allen nahe, die mit gläubigem Herzen auf dich vertrauen. Wir bitten dich, gib diesem Paar, dass es in Liebe wachse und miteinander glücklich werde. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn und Bruder. Amen. Können Sie sich bitte etwas kürzer fassen, ausnahmsweise? Ich glaube, meine Frau, also ich meine das Baby, es ist soweit. Nun, in diesem Fall... Herr Dieter Pohl, ich frage Sie, sind Sie hergekommen, um nach reiflicher Überlegung und aus freiem Entschluss Ihre Braut Wichtrud Schaller zu ehelichen? Freier Entschluss? Ja. Und Sie, Frau Wichtrud Schaller, sind Sie hergekommen, um nach reiflicher Überlegung ja, und aus... Ja. Ja, dann... Segne der Herr dieses Paar. Oh. Mit den Fingern. Gib doch mal deinen Finger. Mit den Mittelfinger. Der. Warum passen die denn jetzt nicht? Ich gib's doch nicht. So. Da. Psst, komm. So. Das war's jetzt dann wohl. Komm schnell. Ja. Erstmal ein schönes Gruppenfoto.